immer auf, wenn ich ins Zimmer komme? Weil wir zum Abendessen eingeladen sind. Kommen wir zu spät? Mit Sicherheit, ja. Ach so. Ja, dann habe ich ja noch etwas Zeit. Also, was denkst du, was du noch brauchst? Eine Ausrede, um nicht hinzumüssen. Sag doch einfach, ich bin krank. Nein, ich hasse das. Ich kann nicht lügen. Du bist doch seit 30 Jahren Steueranwalt. Na, hör mal! Wir haben es jetzt 25 nach. Ich gebe dir 5 Minuten. Du hast 5 Minuten, um mir zu sagen, was los ist. Und ich verspreche dir, ich löse dein Problem. Ich bin es, die alt wird. Meine Kinder verlassen mich. Ich werde sterben. Es ist mein Koma. Teile ich mit niemand. Wir müssen begreifen, wir stehen auf der Schwelle zum letzten Abschnitt unseres Lebens. Endspurt zum Sarg. Ja, zu dir passt der Titel Großvater ja auch. Du hast ja schon einen richtigen Großvaterschädel. Du hast also gar nicht mit Jacques geschlafen? Nein. Aber warum denn nicht? Herr, komm doch mal! Wenn ich mir vorstelle, beziehungsweise darüber nachdenke, dass du mich all die Jahre belogen hast. Da wird Chalmé aber enttäuscht sein. Ach, gibst du also endlich zu, dass dein Mann eine Ausnahmeerscheinung ist? Ja, eine Ausnahmeerscheinung, die es nicht mal geschafft hat, sich eine Geliebte zuzulegen. Wenn Arme zum Essen eingeladen werden, dann gehen sie hin, weil sie Hunger haben. Zusammenbrechen tun sie danach beim Verdauen. Leute wie du sind besonders gefährdet, einem vorzeitigen Tod zu erliegen. Wenn du dich jeden Abend so aufführst, frage ich mich, ob das nicht sowieso besser wäre. Dieses kleine Stückchen Kork, dieser Untersetzer, das ist mein Gefängnis. Das kotzt mich an! Laurence, was hast du vor?